Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum vierten Teil meines Baublogs zum Bau meines Microscale Berlins. Ich baue vom Brandenburger Tor bis zum Alexanderplatz in Maßstab 1 zu 1250. Ab dieser Folge möchte ich so ein bisschen meinen Blog, meinen Vlog verändern. Vorher war es wirklich sehr kompakt mit vielen Blöcken, die ich umgesetzt habe. Ich möchte jetzt häufiger Videos rausbringen und viel mehr in die Tiefe reingehen. Vielleicht werden es auch wirklich täglich oder zweitäglich Videos rauskommen, damit ihr wirklich mitbekommt, was passiert da eigentlich, und vor allem schafft es auch wirklich bis zum September fertig zu werden. Ich habe mir für diese Folge zwei Sachen überlegt. Das erste ist, wir setzen drei Blöcke um, die bisher nur digital bei Studio umgesetzt sind. Das werden wir heute umändern und werden diese drei Blöcke auf die Anlage bringen. Des Weiteren habe ich mir überlegt, ich würde ganz gerne die Humboldt-Uni unter Linden anfangen. Vielleicht schaffen wir es ja, die Uni fertig zu bekommen und auch schon den Platz am Bebelplatz mit der Staatsoper fertig zu bekommen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß und kommentiert gerne das Video, lasst ein Like oben, teilt es, what else, oder abonniert einfach den Kanal, um kein neues Video zu verpassen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Jo, bevor wir anfangen, wollte ich erstmal zeigen, was genau wir jetzt bauen. Und zwar geht es um diese Blöcke hier zwischen der Leipziger Straße und der Rudi-Dutschke Straße hier am Axel-Springer-Hochhaus. Und zwar ist das hier die Zimmerstraße, die Markgrafenstraße, die Krausenstraße, die Charlottenstraße. Auf jeden Fall diese drei Blöcke werden wir auf jeden Fall bauen. Alle vier habe ich schon direkt digital vorbereitet. Ich habe aber hierfür nicht alle Teile da, um diesen Block umsetzen zu können. Ich würde sagen, wir schauen uns mal kurz die Studio-Datei an. Da haben wir es im Studio. Diese drei Blöcke werden wir auf jeden Fall heute umsetzen. Für diesen Block fehlen leider Teile, da in Sand Green und in Pink und in Light Blue habe ich leider nicht da. Ich habe ja auch schon die Axel Springer Akademie und den Block dahinter fertig digital gebaut. Wir haben hier nur das Problem, dass wir hier quasi eine Schnittkante haben und wir diese Fläche noch gar nicht haben, deswegen werden wir diese zwei Gebäude erstmal gar nicht anfassen. Aber sie sind schon digital vorbereitet und können dann auch demnächst gebaut werden. Aber ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an mit diesen Blöcken hier. Und schon sind wir auf der Anlage. Die Untergründe der drei Blöcke habe ich schon vorbereitet, damit wir jetzt nur noch die Gebäudeteile raufbauen müssen. Man sieht auf jeden Fall da, wo die Gebäudeteile hinkommen. Hier haben wir noch eine Brache. Ich weiß nicht, was da hinkommen soll. Wahrscheinlich ein modernes Wohngebäude. Die Ecken mache ich ganz gerne hier mit einer abgerundeten Fliese. Das ist mal ganz schön und macht es also ein bisschen dreidimensionaler. Hier haben wir das Axel-Springer-Hochhaus. Hier haben wir die Hochhäuser an der Leipziger Straße. Und ich würde mal sagen, im nächsten Schritt gucken wir einfach mal, dass wir diese Fläche hier voll bekommen. Und schon sind wir mit dem ersten Block fertig. Und zwar haben wir hier schon ein Neubaugebäude mit moderner Fassade und dahinter noch ein Altbau, wo ich ganz gerne mit den Grills als Fensterfronten arbeite. Und natürlich habe ich hier meine 1x2 Steine mit den Prints drauf, die finde ich natürlich wunderbar, um Microscale zu bauen damit. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal direkt mit diesem Block hier weiter. Und da haben wir den Block auch bereits fertig. Spannend hier sind natürlich die Balkone, die mit Jumper Plates entstanden sind. Das ist die Trainingshalle von Alba Berlin. Das Interessante ist hier, oder beziehungsweise ein Fun Fact, der Block ist relativ neu. Da stand bis vor einigen Jahren noch eine Schule. Und ich weiß es auch nur, weil ich dort vor Ort mal eine Episodenrolle gespielt habe bei der Sat.1-Serie Plötzlich Papa. Also wer da mal ein bisschen Muße hat, ein bisschen recherchiert, der kann mich da bei einer sehr seltsamen Szene auf dem Schulhof dort treffen.
War auf jeden Fall ein geiler Dreh vor Ort. Ja, hat auf jeden Fall sehr viele Teile verbraucht, der Block. Nichtsdestotrotz, keine Zeit verlieren, wir wollen weitermachen. Wir machen jetzt hier mit diesem Block direkt neben dem Axel Springer Gebäude weiter. Und schon steht der letzte der drei Blöcke. Spannend hier dabei ist vielleicht die Seite hier mit der Rundung hinten und dass wir hier eine runde Glasfassade haben. Das haben wir natürlich jetzt mit den Round Bricks gemacht in Transclear. Ansonsten, wie immer gerne bei mir, mit den Prints auf den 1x2 Stein. Und ich muss schon sagen, schön. Den Teil haben wir jetzt erstmal abgeschlossen. Wie gesagt, das können wir nicht weitermachen. Da fehlen noch ein paar Teile, die bekomme ich aber nächste Woche. Dann können wir diesen Block hier auch fertig machen. Und jetzt ziehen wir weiter. Und wir haben hier noch sehr viel Schwarz und sehr wenig Gebäude. Und wir wollen jetzt gerne den Bereich hier bestenfalls heute fertig kriegen. Mal gucken. Auf jeden Fall diesen Teil möchte ich anfangen. Und wir gucken uns das mal bei Google Maps an, wie das ausschaut. Und das ist der Bereich. Hier haben wir die Humboldt-Uni, den Bibelplatz mit der Staatsoper, der St.-Hedwigs-Kathedrale. Und wir bewegen uns langsam Richtung Museumsinsel. Es fehlt wirklich nicht mehr viel, dass wir wirklich dort ankommen. Das heißt, ich freue mich wirklich tierisch drauf, demnächst hier an der Spree weiterzubauen. Aber allererstes müssen wir das Gebäude bauen. Es ist gar nicht so kompliziert. Ich denke, das kriegen wir relativ schnell hin. Hier haben wir noch die Bibliothek. Vielleicht schaffen wir die auch. Wir schauen einfach mal. Bis gleich. So, und da haben wir den Bereich schon fertig. Ging super easy. 3 Sekunden gedauert. Wir haben die Humboldt-Universität gebaut. Daneben die Bibliothek. Die Fakultät auf der Seite. Die Staatsoper auf dieser Seite. Hier haben wir schon die St.-Hedwig-Kathedrale. Die war ja schon fertig. Die haben wir jetzt fast eingebaut auf dem neben dem Bebelplatz. Wir haben hier die zwei Blöcke auch fertig. Und sogar auf dieser Seite haben wir auch einen Block fertig. Also wir haben ein gutes Stück auf jeden Fall geschafft. Es ist natürlich ein bisschen mehr als 3 Sekunden Arbeitszeit. Aber es ist nun endlich fertig. Und wir haben so langsam das Ende dieser Platte erreicht, was super ist. Das heißt, wir können wirklich langsam hier expandieren Richtung Museumsinsel, Richtung Alexanderplatz, damit ja auch der Fernsehturm endlich dahin kommt, wohin gehört. Trotzdem werde ich in der nächsten Folge erstmal diesen Bereich hier, diese ganzen Blöcke, die jetzt noch hier an der Kochstraße, Rudolfke-Straße noch leer sind, die werde ich erstmal befüllen. Und diese Baulücken hier. Und dann sind wir wirklich sehr, 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 sehr weit. Und ich freue mich wirklich drauf, dass es dann endlich hier mehr oder weniger abgeschlossen ist. Wir haben noch eine Kleinigkeit hier. Muss ich gucken, ob ich das schaffe. Auf jeden Fall passiert da noch einiges, damit wir demnächst hier anfangen können. Damit wir hoffentlich, hoffentlich bis zum 20. September fertig damit sind und es bei der Steinewand ausstellen können. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Abonniert diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Hoffentlich kommen jetzt häufiger Videos. Ich weiß es nicht. Ich probiere es auf jeden Fall. Ihr seid die Besten. Euer Gary. Ciao.